Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie und euch zu unserem wöchentlichen Impuls, denn in der Adventszeit haben wir uns mal was anderes überlegt. Es heißt, wir sagen euch an den lieben Advent mit Esther Willems und Pater Albert. Ja, und wir wollen mal an den Adventssonntagen ein bisschen über adventliche Symbole sprechen. Und als erstes geht es um das Licht. Und wir haben uns ja hier versammelt, Klausen, am Eingang zu unserer Wallfahrtskirche. Und wir stellen jetzt mal, beziehungsweise die Esther stellt mal ein Licht. Unser Licht brennt. Esther, du hast hier ein Licht entzündet, aber ich glaube, es ist ein bisschen kalt hier, oder? Ich glaube, wir gehen mal ins Pfarrhaus und da unterhalten wir uns mal ein bisschen übers Licht. Also, bis gleich. Ja, jetzt sind wir wieder im schönen, warmen Pfarrhaus. Ein Licht leuchtet hier. Das Licht, was sagt dir so das Licht, Esther, in dieser kalten, dunklen Jahreszeit? Es tut einfach gut, wenn wir das Licht von draußen nach drinnen tragen und nicht nur ins Haus rein, um da Gemütlichkeit zu schaffen, sondern vielleicht, um sich auch nochmal bewusst zu machen, dass wir in uns auch ein Licht leuchten haben. Und das vergessen wir allzu gerne. Und wir sind auch Licht. Wir sind auch Licht, oh ja. Und das ist ein Licht, was man niemals löschen kann. Wir vergessen es nur ganz gerne wieder. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen, kann das eigentlich nur gut tun. Und ich glaube, gerade in der Adventszeit, wir haben ja den ersten Advent, zünden wir ja gerne ein Licht an. Das erste Licht wird angezündet. Und um deinen Gedanken aufzunehmen, glaube ich, es ist nicht nur eben eine Dekoration, damit es heimelig und gemütlich ist, sondern ja, der Advent lädt uns ein, aufs Neue vielleicht auf unser Leben zu schauen, auf das unser, ja, dass wir vielleicht in uns das Licht entdecken und mehr zum Leuchten bringen. Ein schöner Gedanke. Genau. Und das auf dem runden Kranz, der runde Kranz. Was ist denn das Runde, Esther? Warum der runde Kranz? Der Kreis, der niemals endet und die ewige Spirale, in der wir uns befinden, dieser ewige Kreislauf in Form von Jahreszeiten, aber eben auch in Dingen, die uns vielleicht immer wieder widerfahren, die uns entwickeln lassen. Und die Tendenz ist nach oben, zum Licht hin. Zum Licht, zur Quelle des Lichtes. Ne? Als Christen würden wir sagen, zu Gott. Er ist das, Jesus, das Licht der Welt. Der Adventskranz ist ja, muss man sagen, in der Form, wie wir ihn kennen, eine christliche Erfindung. 4 Kerzen im Rauen Haus in Hamburg im 19. Jahrhundert zum ersten Mal aufgestellt. 4 ist auch eine besondere Zahl. 4 Adventssonntage natürlich. Mhm. 4 Himmelsrichtungen. 4 Jahreszeiten. 4 Jahreszeiten. 4 Elemente, unter anderem das Feuer. Das genau, unter anderem das Feuer. Also 4 Evangelisten. Also die 40 Tage. Eine Fastenzeit. Also die 4, Sie sehen, die 4 ist immer eine wichtige Zahl. Das grüne Laub, der Adventskranz, der oft aus grünen Tannenzweigen gebunden wird. Wir kommen später, ich glaube, im 4. Advent werden wir nochmal auf den Baum zu sprechen kommen. Und das Grün, Grün ist die Farbe des Lebens. Und der Heilung. Der Heilung, also auch hier, Advent soll ja heilen. Die Farbe des Advents ist, ich habe zwar hier drunter, Sie können das sehen, einen roten Pullover an, das ist aber nicht die Farbe des Advents. Eigentlich müsste ich einen violetten Pullover. Lila ist die Farbe des Advents. Also, das innere Licht, zünden Sie es an, zünden Sie bewusst auch ja, das erste Licht auf dem Adventskranz an. Wir haben heute hier nur eine Kerze, stellvertretend für den ersten Advent. Zünden Sie es an, zünden Sie Ihr inneres Licht an und entdecken Sie es, pflegen Sie es. Und jeden Sonntag wird es ein Licht mehr
lassen Sie es leuchten. Und das wäre schön, wenn das in diesem Advent gelingt. Ja. Ne, das wäre gut. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen eine gute, gesegnete erste Adventswoche. Wir melden uns wieder zum zweiten Advent, wenn es dann wieder heißen wird, wir sagen euch an den lieben Advent. Alles Gute bis dahin. Tschüss.